Na dann, sag ich mal wieder, willkommen zurück hier zu Nekotichi. 20 vor 7 ist schon. Boah, wie die Zeit vergeht. Wir spielen schon wieder. Also ich nehme jetzt schon wieder mit kurzen Pausen, wo ich mal kurz was zu essen gehe, hole, kurz auf den Pott gehe. Haben wir jetzt in 3 Stunden 3 Folgen aufgenommen. Nun gut. Dann... Irgendwie hängt mein Aufnahmeprogramm auch ein bisschen, muss ich sagen. Nur ein bisschen, bisschen. Aber solange wir das nicht haben, an der Qualität zupft, ist mir das noch relativ. Sunday. I hope I finally have a nice relaxing day off. Und das ist nämlich der Grund, warum ich die dritte Möglichkeit ausprobieren möchte. Er möchte Ruhe haben. Verständlich nach so einer Woche. Er will mal einen Tag für sich. Ne? Villa. Though with these 3 cats still around, I doubt they'll leave me alone. Und das ist nämlich so ein Punkt, ich verstehe ihn sehr gut. Ich kann das nicht. Also so nie mal irgendwie so ein Zeit für sich haben. Ich brauche das auch. Es ist schön, mit Leuten was zu unternehmen, aber ich will auch mal wirklich einen Tag einfach nur mich sehen. Und das ist, deswegen verstehe ich ihn sehr gut, dass er mal so einen relaxing Day haben will. So. Liao, how about we go shopping today? Liao, do you not want to fulfill my request? Oh Gott, und das ist halt so dieses, weißt du? Der eine quengelt, der andere sagt quasi so halb in Richtung, ich hab's doch wohl verdient? Oh, so im Unterton. Na, er ist happy, wir haben ja was mit ihm gemacht gestern. Man, I just woke up and they are already onto me. How things turn out like this? Und da ist jetzt halt die Entscheidung. Wir können jetzt dann halt nochmal uns entscheiden, ob wir einen von den beiden... Ich habe, ne, als ich dann alleine gespielt habe, bin ich mit ihm halt in den Laden gegangen, um halt zu machen, was er da wollte, mal rumzugucken. Weil ein Bookstore finde ich jetzt persönlich auch spannender, als halt irgendwie einfach nur shoppen zu gehen. Aber es tut mir schon irgendwo in der Seele weh, ihn hier dauernd abzuservieren, weil er es wirklich so intensiv versucht. Nur ich komme einfach nicht auf seine Art klar, nicht richtig. Es ist zu aggressiv. Also nicht im Sinne von, ne, bösartig oder so, aber es ist zu direkt, zu pausenlos. Verstehst du? Das ist zu viel. Da breche ich ja weg. Das geht nicht. Nun ja, aber das ist ja irgendwie auch wieder diese romantische Vorstellung, so, wir sind jetzt quasi eine Einheit, da ist niemand dazwischen und wir können gar nicht mehr alleine und wir sprechen auch nur noch in wir. Es gibt gar nicht mehr ich oder du, es gibt nur noch wir. Wenn ich einkaufen gehe, wir gehen einkaufen, wir gehen jetzt zur Arbeit, wir sagen guten Morgen und irgendwann, keine Ahnung, ich fühle mich dann, als ob die Leute irgendwie meinen, die wären Roboter oder so. Wir werden jetzt... Und das finde ich fürchterlich. Nee, und deswegen, das ist halt so, tut mir halt irgendwo leid, weil das wirklich so arg versucht. Aber ich habe hier leider nicht nur eine 4. Möglichkeit, dass ich mich mit ihm an einem Tisch setze und mal darüber diskutiere, dass er sich vielleicht nicht so viel Mühe gibt, weil... Und vor allen Dingen steht ja auch noch zu hinterfragen, gibt er sich denn so viel Mühe, weil er jetzt hier für unser Menschlein hier was empfindet? Oder aber gibt er sich nur so viel Mühe, damit unser Menschlein dann irgendwann sagt, naja gut, macht mir ja so schöne Augen, dann werde ich ihm halt nachgeben. Wobei er ja selber sagt, ich werde nicht gegen die beiden verlieren. Und das sind halt so Sachen, wo ich mir sage, ne, was will er wirklich? Und jetzt möchte ich mit euch mal ausprobieren, jetzt ist etwas, das weiß ich selber nicht, was dann passiert, stay at home, das, das war auch mal an Liao denken und nicht immer nur irgendwas tun, was andere wollen. So, stay at home. Nah, I was out all day yesterday. I want to take a break. After all, it's my weekend. What? But you can sleep in on Monday. Aren't your classes in the afternoon? It's not the same. I want to just spend a whole day at home. Thanks. Jeez, what are you, an old man? You should act your age. Ist doch scheißegal, wie alt wir sind. Wir können uns benehmen, wie wir meinen. You're a cute, young and energetic college freshman after all.
Anyway, I'm just going to go and be lazy now, alright? Liao? It's such a shame to waste a lovely weekend day like this. Sorry, but no, I just want to take a whole day off today. Alice, what a pity. Dass wir hier nicht mal verstanden werden, das kann doch nicht angehen. Wir machen und tun und wir adaptieren uns hier gerade an komplett neue Spielregeln des Lebens. Und nein, alle immer, aber du machst jetzt was mit mir und du machst jetzt was mit mir. Und wenn wir dann mal einen Tag für uns wollen, dann ist ja schlimm, da muss man sich ja schämen, dazu zu gehören. Das kann doch nicht angehen. Krieg ja gleich einen Rappel. Warum freut er sich? Zum vierten Mal. Aber warum? Wir bleiben doch nur zu Hause. Ha, verstehe ich nicht. Oh, not fair. I wanted to go out and have a date with Liao. Ignoring Senpai's protests, I spend the whole Sunday lazing around, sleeping, daydreaming and surfing the net. Okay. After that weekend, my new college life, living with three big cat spirits, pretty much began for real. Gibt es 21 Enden? Es gibt 21 Erfolge im Spiel. Oder waren es 23? Auf jeden Fall eins von beiden. Und wir haben noch keinen einzigen davon bekommen. Sind das Erfolge für die Enden? Sind ja geheime Erfolge. Ich konnte auch nicht reingucken, weil ich mir noch nicht die Mühe gemacht habe, danach zu googeln. Mal gucken. The cat spirits pretty much began for real. I come and go from school as usual, but for the most part of my life has been turned on its head. I mean, I've never wanted an ordinary boring life, but I know for a fact no other college students have to deal with this. I've tried my best to keep things normal, but people still catch me talking on to myself. And well, those rumors aren't great. I didn't have many friends at school as it stood, and that doesn't help to make things better. Luckily, I can handle classes by myself. As far as club goes, the other guys still don't buy that there's nothing going on between me and Senpai. I don't even bother taking them on about it anymore. I've just learned to be okay about it. After all, getting rid of Senpai is mission impossible. Ja. Na, ich sag da mal nix zu. All in all, I still can't say living with these cats is something I've gotten used to. Ja, das kannst du wahrscheinlich auch nicht. Wenn du 18 Jahre deines Lebens bisher sowas nicht hattest, dann kannst du nach einer Woche nicht sagen, ja, ist völlig normal. My room isn't big enough to give me any privacy. After all, I've got certain needs, you know. So was kannst du auch nicht in der Dusche machen oder so. Aber ich warne dich, mach's nicht mit Seife, sonst brennt dir die Lunte noch für ein paar Tage. On the end, there's nothing. Nicht, dass ich das jemals probiert hätte. In the end, there's nothing else I can do but to try and survive this. Besides, it's not like everything is to hate about it. I mean, it's hard to not find some enjoyment from living with three hot guys. All the time, right? Ja, da kommen die, wie soll ich sagen, düsteren Seiten und so Charakter hervor. Apropos düsteren Seiten, mir hat man auch schon was vorgeworfen, aber dazu komme ich gleich. I mean, it's hard to not find some enjoyment from the... Ja, das hatten wir gerade. So. Ich finde diese Zwischenladedinger immer so niedlich. That day, I was going to the bookstore to see if there was anything I would want to pick up and read for myself and partially at the request for certain guardian tiger. Senpai had a class, so he didn't come with. Of course, Tiger was with me, but Leopard left as soon as we started browsing the shelves. I guess he doesn't really have much interest in it, especially considering he can't read Chinese. Ich guck nur gerade auf die Uhr, wie lange die Folge dauert, nur damit ich nicht aus dem Dings gerate. So it was just Tiger and I browsing about the literature section as usual. I was keeping an eye out for a certain collection of short stories, but I couldn't find it on the shelves.
Instead, I resorted to looking around for anything that catches my interest. I checked over a few book covers, but none struck my taste, so I kept browsing along down the shop, finding myself in a corner that I don't recall ever paying attention to before. Aber lustig, weil dieser Moment, mit ihm hier in der Buchhandlung zu sein, ist auch ein Moment, den wir mit, also wir haben, hätten wir uns für Tiger entschieden am Wochenende. Wir fangen schon an, ebenfalls in Rassen zu reden, weil ich halt seinen Namen noch nicht genau weiß. Ich habe mir bisher nur gemerkt, dass auf jeden Fall, also Ligolau, das ist mir hängen geblieben. Aber ich bin irgendwie sicher, dass er hier Lin Hu oder so heißt, weil Han ist ja die Ethnie, ne? Han-Gott und so. Ich glaube, er hieß Lin Hu, aber ich bin mir halt nicht sicher. Darum sage ich dann lieber Tiger als einen falschen Namen. Weil Tiger ja stimmt, so oder so. Trotzdem bin ich eher für Namen als für Bezeichnungen. Nee, aber das hier wäre eine von zwei Sachen, die man dann mit ihm gemacht hätte. Verrückt. Liao, may we take a look over here? Over there? Tiger suddenly seemed very interested in a certain bookcase. I went over to see what was so curious about it. Oh, textbooks? I'm surprised that Tiger's interest in these school textbooks. It just looks like boring study material, Tome. Tome? Ist Tome nicht total das veraltete Wort für ein Buch? Also Tome heißt eigentlich so viel wie Foliant. Und wer benutzt heute noch das Wort Foliant für ein Buch? Klingt geil. Aber genauso ist Tome halt auch wirklich aus der Mode. A book on mobile phone development, Yeah. And this one seems to be a tutorial on computer systems. You seem confused. I'm merely interested to discover how all your technology works. Do you believe we could find the type of resource here? Ist ein Buchladen, natürlich. Aber ist schon lustig, dass der Älteste von allen sich am meisten hier für die Technik interessiert, ne? Was aber ja auch zeigt, dass er irgendwo ja ein kluges Köpfchen zu sein scheint, wenn er sich halt für intellektuelle Dinge interessiert. Aber auch trotzdem lustig, dass diese Szene hier automatisch passiert, auch wenn wir uns für einen ruhigen Tag entscheiden. Oh, maybe. Let me see. I took a while, but I finally found a book about the development of computers. Flipping through some pages, it looked like it has chapters on computer history, the development of the internet and other related topics. I'm not too sure about Tiger's grasp on physics, but it seems like the explanations are given though analogous stories. You'll probably get the gist of it. Ich habe gerade nochmal drüber nachgedacht, während ich gelesen habe. Ich habe mich ja gewundert, warum Ligolau glücklich war darüber, dass wir uns einen ruhigen Tag gegönnt haben. Könnte es sein, dass es so eine Art Triumphgefühl war, so nach dem Motto, jetzt nimmt er sich einen ruhigen Tag, aber für mich hat er sich gestern den Tag genommen. Ne? Weil hätten wir uns für die anderen entschieden, wären die halt also zu Hause geblieben oder so, keine Ahnung. Naja, war nur ein kurzer Gedanke. Give this one a go. If that's what you want, I'll try and find some more. Certainly. Guardian Tiger reaches for the book, pulling out its chi form, proceeding to flip though a few pages. Huh, not a terrible book after all. At all? Liao, did you end up locating the book you were searching for? Not yet, I'll keep looking for a bit. I believe I'll keep flipping through this one for now. Good luck. Okay, have fun. Tiger paces over to a table and sits down, pensively reading his newly found textbook. Turning back to the literature. Klingt ja schlimm. So, literature section. Das Wort musst du dreimal ganz schnell hintereinander sagen. Literature. Es ist so albern. Ach ja. Sorry. Ich reiß mich schon wieder zusammen. Ich bin aber ein Spielkind, das ist halt so. I pick out a book to read. I promise that I'd wait for Senpai to finish class so we could walk back together. So I might as well do something while I'm waiting. Aber lieb ist es doch.
Wie lange war ich nicht mehr in einer reinen Buchhandlung? 3 Wochen. Knapp. Als ich in meiner Heimat war. Da war ich da ja nur, um alte Bekannte zu treffen, weil ich da mal gearbeitet habe. I read my book, occasionally glancing over to see Tiger absorbed in his. As the hours pass, I was about halfway through the novel, but he was almost the back cover of his book already. There's no way my novel is bigger than that textbook. How does he read it so fast? Oh, das ist eine Fähigkeit, da bin ich so neidisch. Ich würde auch gerne so wie bei Naruto Schattendoppelgänger machen und jeder liest ein Buch. 30 Schattendoppelgänger. Überall in der Wohnung verteilt säße ich dann. Zu 30st. Und würde 30 Bücher lesen an einem Tag. Oh, wäre das schön, würde ich dann. Dann löst man sie alle auf. Bum, alle sind weg und man hat das gesammelte Wissen im Kopf. Das wäre doch super. Ich träume schon wieder. Okay, with a satisfying thumb, Tiger closes the book, then he gets up to grab another from the shelf. Ach man, wenn ich hier so viel mit euch lese, das erinnert mich daran, wie gern ich Mangas gelesen habe. Also quasi ins Leben anderer Menschen reingeschnuppert habe. Oder aber auch allgemein, wie gern ich lese. Und ich lese so selten in letzter Zeit. Es ist halt, wie ich ein gutes Buch schlecht weglegen kann und gerne weiterlesen möchte. Und das auch bei Mangas so passiert, dass ich gerne wissen möchte, wie es weitergeht. So ist diese Story hier auch irgendwie so, dass ich irgendwie das... Ich will halt nicht... Ich will es nicht zur Seite legen. Ja, ich muss eindeutig mal wieder mehr lesen in meinem Alltag. Some time passed before I finish my book. Just as I do, so Senpai finally calls me. Huh. That worked out nicely. Oh, Senpai, we are pretty much done at the bookstore. Are we over in like 5 minutes? Okay, I'll wait for you at the cafeteria. I quickly finished reading the last few pages. It was actually written quite well. I take a moment to ponder my feelings about the book, not even noticing the tiger still reading across from me. I guess he ended up finding another book. Tiger, it's time to go. Wie er ihn auch mit Tiger anspricht. Oh, yes. After being told that we need to leave, he promptly closes the book in his paws. Though he seems a bit dejected about having to stop. You only just started reading that one. Why not to buy it? If you want to keep reading later. Can we? I ask Tiger to show me what the book... Ja, Fachbücher, ne? Show me what book he was reading. It's not cheap. Oh, the price is a bit... If it is that expensive, then we shouldn't buy it. I could see the disappointment behind his words. Und da ist, ach stimmt, die Entscheidung gab es ja auch noch. Buy the computer history book for Tiger. Buy it, it will be a nice gift for him. Und das ist es ja auch. Don't buy it, it's not worth the cost. Es ist halt so die Frage. Ich möchte schon ihm dieses Buch kaufen. Denn in letzter Zeit musste er sich arg umtun hier. Er hatte quasi immer freie Bahn mit Marzipan, auch wenn wir ihn nicht wahrgenommen haben. Und jetzt muss er sich quasi mit eben noch 2 weiteren Naturgeistern hier seinen Platz teilen. Und das, wo er durchaus so ein überprotektives, leicht arrogantes Benehmen an den Tag legt, ist das für ihn sicher gerade alles mega schwer. Deswegen würde ich schon gerne irgendwie so ein... Irgendwas, weißt du, so geben, so in Richtung, hier, gucke mal. Also bist mir nun auch nicht egal und so, ne? Bin ja auch dankbar. Andererseits sind wir natürlich auch ein Student, müssen auf unser Geld achten, haben auch keine Kohle und sind jetzt eh zu dritt und kommen dauernd mal in die Verlegenheit, dass wir Dinge bezahlen müssen. Allerdings, wir mussten ja auch nicht das Onsen bezahlen. Das hat dann einfach der Senpai übernommen. Der hat ja dann gesagt, das bezahlt er. Also irgendwie wird die Geschichte schon Wege finden. Und ganz ehrlich, selbst wenn es mir mal nicht so gut geht, ich versuche in solchen konkreten Situationen doch irgendwie der Nice Guy zu sein und dann ein Geschenk zu machen. Allerdings muss man natürlich auch sehen, er liest halt sehr schnell. Wenn wir hier öfter in diesem Bookstore sind, dann wird er dieses Buch beim nächsten Mal in 0, nix durchlesen, versteht er? Das ist halt so eine Sache, wo ich sage,
Jetzt hat er halt gerade Interesse darin, dieses Buch zu lesen. Faktisch gesehen ist es aber jemand, der hat keine Lebensbegrenzung, sage ich mal. Der lebt auch noch, wenn wir gar nicht mehr sind. Es ist ein Gott. Und als solch jemand ist er ja aber auch, aber er ist halt immer auch an die Menschen gebunden, die ihm worshipen. Ach komm, scheiß drauf. Er ist halt an die Menschen gebunden, die ihn worshipen. Und weißt du, wenn du den ganzen Tag nur in deiner Statue hockst und deinem Menschen folgen musst und hast hier die Chance, ein bisschen was von der Welt zu sehen, was soll man ihm das hier ausreden, weißt du? So, just remember, buying this book means no junk food for you this month. Oh, I shouldn't be letting you waste money on me. It's not waste of money. I'm just curious why you want to read up on the stuff. Oh, well, to put it simply, I yearn to keep up to date with the kids of today. So this book might be helpful to you. I don't think that any kid would have read a book like that. Oh, Hicks. But someone like Tiger, who doesn't know a thing about modern technology, could probably find it useful. Yeah. Let's buy it. When I have the time, I might flip through it as well. Thanks. It's nothing. I take the book over to the cashier. All right. Let's not keep Senpai waiting. We've got to go. No, okay. Jetzt ist er auch wieder happy. I put the book in my bag and left with Tiger to meet with Senpai for dinner. Aber man soll sich nicht angewöhnen, dass immer... Oh, das ist so niedlich bei diesen kleinen Bilderchen hier. Es ist halt aber trotzdem so, dass man sagen sollte... Naja. Also man soll nicht versuchen, es jedem recht zu machen. Das ist eine Sache im Leben, das sollte man nicht... Es geht auch gar nicht, aber okay. Werden wir hier sicher noch lernen. I'm so worried about today's quiz. Well, usually a quiz is no big deal, but recently all my study plans have been severely messed up by some cats. Okay, maybe that's an excuse. It's not like math was my strength to begin with, even though I managed to review the whole topic. Doesn't change the fact I didn't understand all of it. Cramming is never a substitute of studying after all, but I'll never get through this quiz by complaining about it. I keep calm, walk into the class and gently take my seat. It's kinda weird to be in class at this point without Senpai with me. It's not his class, so obviously he can't get away with sitting in on the test. As soon as I get my paper, distracting thoughts are put to the side. I give it a go, head on with all my might, even if I don't end up making sense of most the questions. And as such, 40 minutes passed in a blink of fury and determination. All that fury and determination I had just a while ago burned out to a crisp, my mind resorting to absent-mindedly scribbling on the back of the exam paper. Jetzt sind wir ja fast da. Fast da, wo ich dann in Folge 3 wieder einstieg. Nun gut. Third. I look up to find Leopard staring at my quiz. Third? What third? Wait, does he mean the third answer? I circle C for the multiple choice I'm on. Hm. I look up to see Leopard not slightly. Is that really the answer? Just to make sure, I move my pencil to the next question, look at him. First. I circle A, and Leopard nods. The hell? He knows the answers? Maybe his math is pretty good. In class, he does always pay attention with that serious look of his, but I thought he was just trying to pick up on the Mandarin. Was he actually learning math? But how? Even if his Mandarin was good enough, you can't just walk into college-level calculus and get an A. I mean, even if it is just a general elective class, I can't even get through this quiz. Ich glaube, ich muss mir mal wieder was zu trinken, oder dann bin ich nicht so pappe und stocke. Maybe Mr. Leopard is really a genius in disguise? It's a bit crazy to do so, but I follow the Leopard's instructions. He's throwing them at me so fast I can
barely keep up. But this is math no one can calculate this fast in their head. I mean, are these even the answers? I doubt he'd lie about it, though, and it's not like I've got any better options. So I let it be, muss ich an let it go denken, and complete the quiz with Leopard's help. Then I sit there and wait for the end to come. With class over, I turn my quiz and whisper to Leopard while everyone packs up their stuff. So, those answers, how did you know them? I watch. Watch? Watch what? He walks to a desk nearby and points to the seat. He was just reading out other people's answers, so does that mean I just copied on my quiz? That's cheating. Well, I was already cheating when got his help on the quiz to begin with. It doesn't matter where he got the answers from. Oh, all I wanted to know was how he got the answers. I didn't want to cheat. Why didn't Guardian Tiger stop him? I turn around, zum Beispiel könnte man sagen. I turn around to see Tiger sitting in the back row of the classroom looking delighted by the book he's reading. Also die Formulierung I to see, das geht so gar nicht, finde ich. Ich mache nochmal ein Foto und sage schwupp. So. Reading. Yeah, this is my fault. Das heißt, er hätte uns nicht geholfen, wenn wir das Buch nicht gekauft hätten. Aha! Aha! Interessant. My fault. I start to pack my stuff and get ready to leave. There's nothing I can do anyway. And at least I completed the first half by myself. Hopefully, they don't catch me for cheating, otherwise I'll be screwed. Alright, I just have to study hard from now on. I won't let this happen again. But how should I explain it to Leopard? I wonder if he knows what an exam is. Well, thank you for your help. But the way you did that wasn't good. It's called cheating, you know? I mean, you shouldn't copy other people's answers. That's against the rules and not fair to others. So don't do that. Und da sind wir in Folge 3 ja auch eingestiegen. Not fair? Well, see, it's unfair because I'm the only one who can see other people's answers. Understand now? Yes. So don't do that again. Sorry, I didn't realize those were other people's answers and I just followed you. So next time, please don't tell me other people's answers. But thank you anyway. I understood and all he was doing, oder nicht? Was tried to help, but even with the best intentions, he made a mistake. Weiß ich nicht, also ich stolpere manchmal so über Formulierungen, wo ich sage, das passt mir nicht. Vielleicht stelle ich mich an, aber ich mache nochmal ein Foto davon. So. Ich finde es auch lustig, wie diese Schlange, dieses Tattoo irgendwie, ne, hier da, Schlangentattoo, zeigt, Schlangentattoo, zeigt genau auf den Schritt, genau auf den Hosenbund. Ich kommentiere das jetzt nicht weiter. Even if I pass the quiz, that's all I get out of it. I won't pass the final exam without actual study anyway. Naja, also, du kannst dir helfen lassen, aber es wäre natürlich wieder Schummeln. Das ist natürlich klar. I mean, what if he helped me during the final as well? I'm really worried about this elective knocking down by my GPA. So, und wie gesagt, das hatten wir jetzt ja alles, wirklich, ne? So, jetzt gehe ich hier so ein bisschen durch, weil es hatten wir alles. Das ist jetzt Folge 3, was wir hier gerade erleben. Mein Gott, habe ich viel übersprungen, das war mir gar nicht bewusst. Nightweird Club Leader give a speech, I notice Yao coming over to me. Genau, dass er uns dann halt erzählt hat, was er rausgefunden hat von seiner Tante. Deswegen, und auch das mit dem Onsen und so, ich spule mal so ein bisschen. Genau, und dann das Gespräch mit dem Vater.
Should I ask Dad about my powers? I might as well ask. Genau, das haben wir gewählt. Das war durchaus das gesagt haben. So. Dann kommt diese Szene. Hust, hust. Und wir waren gerade in der Cafeteria. He gives me his attention and second look. Suddenly his whole body is trembling. Hello. He looks behind me with suspicion. I know what he's looking at. Can I sit here, bro? Yes, certainly. Alright, Liao. We can sit down. We take the seats in front of the lizard man. Tiger standing behind me and I can see Leopard stand behind the lizard man. He's all the more nervous for it, and I can see why. We've practically got him surrounded at this point. Well, this sucks. Well, auch hier finde ich das well. Das ist, glaube ich, beim letzten Mal schon drüber gestolpert. Dass ich, ne, mit well, ich mache wieder ein Foto davon. Well, this sucks. Well, there goes my plan to not threaten him. So, may I help you? Sorry about this, I'm just a little bit curious, so I wanted to ask you, I mean, are you Yaokwai? I try to keep my voice down, though I don't want to embarrass him. Or more importantly, myself. Wir haben gelernt, das war in der Gegenwart von Menschen, nicht einfach sagen, hey und ah und ö. Yes, and you are? Oh, sorry for not introducing myself already. I'm actually just a student here, but recently I've been able to see Yaogwai like yourself. So I couldn't help but talk with you when I saw you sitting here. My name is Ling Tiang Liao. Nice to meet you. I'm Yan Chuqi. Nice to meet you too. And these two gentlemen are? I'm a guardian tiger of Mazu. You may consider me as guardian of Liao. Li Kulao. I see. As you know, I'm a Yaogwai. I don't believe my human name is important. My pseudonym is Randolph. I'm an artist. An artist? Right. I came here today to visit a professor of history at this college. So you're a Yaogwai artist who has come to visit a professor at my college. Okay. Yes. Does it seem strange? It does. I didn't mean that. It was rude of me to come up and disturb you like this. I'm so sorry. I saw that what I said had made him visibly nervous, so I tried to apologize as best as I can. I've just gotta think about how this would be for him. We just show up all of a sudden, surrounded him, and when he asks him whether he's a Yaogwai, it's pretty forward of us. It's okay, please don't mind. I like talking with people. Oh, so why did you choose to become an artist? Chose to become an artist? It seems like that's special for Yaogwai. I never thought about meeting a medium with guardian tigers in a college either. And the gentleman behind me, I'm not sure who he is, but I can feel that he is a very powerful spirit. It might be time for introductions, no? Ah, oh, of course. My family is a Jitong family. We've served guardian tigers for generations. The man behind me is the guardian tiger who has come with me to Taipei, after all the way from my hometown. Or I should say, he came along with the statue I brought to Taipei. The other guy behind you, is the one who opened my eyes to all of this. He's a spirit from the Rukai tribe who wanted my help, so he gave me this ability. Since then, I've been able to see all of these gods, and I guess Yaogwai like yourself. Finally, this is my senpai. He's a leopard cat guardian tiger who also wants to help help to rejuvenate his temple in Miaoli. So, und hier, meine Lieben, Glossary hat nichts Neues, ne? Nein, nein. Safe. Machen wir mal hier dritte Page, fangen wir mal an. Das hier ist ein Speicherstand, der alles enthält, wofür ich mich so entscheiden würde, ne?
ich sage mal, vielen Dank fürs dabei gewesen sein, meine Lieben. Die Folge ist expired. Wir haben wieder aufgeholt. Das wollte ich mit euch tun. Jetzt sind wir wieder voll hier, ne? Und so. Gut, meine Lieben. Wer jetzt wissen will, wie es hier weitergeht mit dem Drachkin hier, ne? Der schaltet morgen wieder ein. Dann mal danke für eure Geduld und fürs Aufholen mit mir hier zusammen. Da dann, tödelö.